Ja, herzlich willkommen zur Medienkonferenz, einen Tag vor dem Spiel gegen Maccabi Haifa. Ich begrüße unseren Cheftrainer Raphael Wicki und unseren Spieler Fabian Rieder. Ich begrüße die mitgereiste Delegation von IBE und natürlich alle Schweizer Journalisten, die hier sind, und selbstverständlich unsere Freunde aus Israel. Wir möchten gleich mit der Fragerunde beginnen, bitte auf Englisch oder auf Deutsch, und dann gibt es eine simultane Übersetzung. Hello, welcome to Israel, first of all. How do you feel to be here in Israel, and how is the weather for you here? Thank you. We feel well here. We had a long travel day yesterday, but everything went fine. It's pretty hot, but in the last 3 weeks in Switzerland, it was also very, very hot, unusual hot. So it's not that we're coming from a city where it's like 20 degrees to 36. So we are also used to a little bit of that. And in the end of the day, we can never control the weather, so we have to deal with it. I would like to ask you about Maccabi Haifa. What do you think about this team? And did you see some weak points in Maccabi Haifa, as you see that? Yeah, obviously we analyze the team. We know the team very well. We know that they're a very experienced team, with competitions like this last season. Many players have played in there. They're an experienced team of age as well. They're a team who has their strengths in the offensive with technically good player. We obviously analyze them, but I'm not here now to talk about weakness and strengths of the team. I think we know the opponent. We know what we have to expect and will expect, but we want to focus on ourselves. If it's okay, I will ask again. It's going to be a sold-out game tomorrow. Are you worried about that? No, I'm not worried. I'm excited, and I think every player should be. It's these kind of games, these kind of atmospheres you train for, you dream for. So I think it will be a little bit of a different atmosphere than what we know from our country. But I think it's amazing for everyone, and we have to be very excited to be able to play like that. Fabian, was erwartest du morgen für eine Atmosphäre im Stadion? Auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich erwarte eine gute Atmosphäre. Ich glaube, ich habe auch Videos von letztes Jahr gesehen, wie sie brennen für diesen Verein, vor allem in der Champions League. Und ich glaube, das können wir auch morgen erwarten. Aber wie der Trainer gesagt hat, sind das die Spiele, wofür wir trainieren, eigentlich das ganze Leben. Und von dem her sind wir alle gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel. Ja. Gleich eine Anschlussfrage an Fabian. Du hast gesagt, du hast Videos angeschaut. Machst du das, als das Los feststand? Haifa, bist du auf YouTube gegangen und hast die Videos angeschaut? Also wie muss man sich das vorstellen? Ja, also lustigerweise habe ich sie vorhin angeschaut. Ich glaube, sie haben letztes Jahr gegen Juventus und PSG gespielt. Da habe ich sicherlich auch letztes Jahr ein paar Eindrücke gesehen und auch geschaut. Und es ist wirklich gut zu sehen wie die Fans dafür leben und dafür brennen, die Mannschaft siegen zu sehen. Aber ich glaube, das ist bei uns zu Hause genau gleich so. Und als Spieler liebt man das, wenn so eine gute Atmosphäre ist und wenn man vor 30.000 Zuschauern spielen kann. Weitere Fragen? Further questions? Raphael, du bist ja der erfolgreichste Champions-League-Trainer der Schweiz. Niemand hat in den Gruppenspielen so viele Punkte geholt. Ist das etwas, was du mitnehmen kannst jetzt für diese Spiele, diese Erfahrung? Ja, ich denke, alles hat im Leben mit Erfahrung zu tun. Klar sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sehr, sehr wertvoll und man lernt immer daraus. Aber wir waren natürlich damals in der Gruppenphase drin. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass für uns diese Spiele extrem wichtig und speziell sind. Speziell, weil wir vor der Tür der Gruppenphase stehen. Die Champions League ist das höchste Niveau, das du als Spieler auf Clubebene spielen kannst. Und ich glaube, das ist ein Traum für jeden Spieler, für jeden Trainer und für jeden Club da drin zu sein. Und für uns ist es einfach eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit, uns zu belohnen für das letzte Jahr, den Verein zu belohnen und auch unsere Fans zu belohnen, die uns in jedem Spiel unglaublich und fantastisch unterstützen. Und ich glaube, man muss das als Möglichkeit, als Chance sehen. Und es ist für uns ein Privileg, jetzt hier zu sein in dieser Situation und zwei solche Topspiele vor uns zu haben.
Ist es vielleicht, machen wir gleich weiter, ist es vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Revanche für dich, nachdem das letztes Jahr mit der Conference League in den Playoffs nicht geklappt hat? Nein, es ist keine Revanche. Es ist für mich eine Möglichkeit, eine Chance, in diese Gruppenphase einzuziehen, mir als Person diesen Traum zu erfüllen. Wie ich gesagt habe, das ist der Traum von jedem Spieler und es ist für uns allgemein einfach eine Möglichkeit, für die wir alles tun wollen, alles tun werden, um in diese Gruppenphase einzuziehen, aber keine Revanche. Weitere Fragen? Ja, nochmal, Fabio, falls ihr die Champions League erreichen würdet, wäre das für dich ein großer Grund oder ein sehr gewichtiger Grund zu bleiben? Ja, bezüglich Fragen auf meine Zukunft werde ich nicht antworten, aber ich bin momentan hier. Ich spiele die Qualifikation, ich will in die Champions League und dafür werde ich alles geben. Und morgen ist das erste Spiel, in 7 Tagen bereits das Rückspiel. Und ja, mein Fokus liegt voll und ganz auf diesen 2 Spielen und ich freue mich wirklich darauf, mit diesem Team etwas Großes zu erreichen. Wir haben hart dafür gearbeitet und wollen morgen schon den ersten Grundstein legen. Raphael, hast du irgendwelche Sorgen, die dich plagen vor diesem Spiel? Habe ich was? Sorgen. Sorgen, ich habe alle Spieler gesund, das ist eine schöne Sorge als Trainer. Ich habe einen sehr guten Kader, sehr großen Kader und die sind alle Spieler gesund, was fantastisch ist. Aber sonst habe ich keine Sorgen. Ich habe Vorfreude und freue mich einfach, wie Fabian gesagt hat, auf diese Spiele. Gibt es noch? Ja, vielleicht in Bezug auf die Aufstellung, gibt es da noch einige Fragezeichen oder ist für dich mindestens, sagen wir es das ja eh nicht, ist für dich mindestens schon alles klar? Ja, alles klar ist noch nicht 100%. Ich glaube, es ist auch wichtig, heute das Training nochmals zu sehen, abzuwarten. Der Großteil meiner Idee steht, das ist klar. Aber ich denke, einen Tag vor dem Spiel hast du immer noch vielleicht 1-2 Positionen, wo du vielleicht noch den einen oder anderen sehen willst, was für einen Eindruck du auch kriegst.